Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Vorlesereihe Geschichten aus dem Ödland, Part 1, Kapitel 2, Wölfe. Wölfe jagen nicht allein. Sie fallen im Rudel über ihre Beute her. Die Übermacht der Zahl garantiert ihren Erfolg. Allein und versprengt, abgetrennt von seiner Sippe, ist ein einzelner Wolf zum Tode verurteilt. Alleine konnte man in dieser Welt schneller sterben, als man gedacht hätte. Darf man fragen, wohin des Weges sie eigentlich wollten? Damit reichte er ihr die verlorenen Waffen wieder, die während ihres Sturzes zu seinen Füßen weit hinter ihm am Boden gelandet war. Sie griff nach dem Sturmgewehr und steckte reflexartig erst ein volles Magazin an, ehe sie antwortete. Raus aus der Stadt, zurück nach Hause. Sie haben ein richtiges Zuhause? Wie beneidenswert, schmunzelte er. Weit von hier? Sie nickte. Sehr weit. Springvale, nahe Megaton. Fast erschrak sie ein wenig, als seine Hand in Richtung ihrer Augen steuerte, aber er strich ihr nur vorsichtig eine blutverklebte Haarsträhne aus dem Gesicht. Ein wohliger Schauer durchlief sie bei diesem sanften Kitzeln auf ihrer Wange. Sie scheinen eine gehörige Portion Mut auf den Weg genommen zu haben. Ein Mädchen ihres Alters, Mutterseelen allein in diesem Höllenloch. Meine Hochachtung. Die Verwegenheit der Ahnungslosen vermutlich, erwiderte sie. Er lächelte wieder. Ein freundliches, warmes Lächeln, das sich in die Erinnerung brannte. Lebhafte, mattgraue Augen dominierten sein Gesicht. Der stoppelige Dreitagesbart war in den Ansätzen ergraut, ebenso die halblangen Haare, die zu beiden Seiten des Schädels abrasiert waren. Unter seinem linken Auge klaffte eine alte Narbe. Etwas musste ihm die halbe Wange zerfetzt haben. Vor langer Zeit. Lola schätzte ihr Gegenüber auf Anfang 40. Die Afroamerikaner alterten völlig anders als ihre eigene Rasse. Irgendwie würdevoller und nicht ganz so verwelkend. Wenn ich ihnen jetzt anbieten würde, sie zu begleiten, kämen sie dann auf den Gedanken, das falsch zu interpretieren? Hakte er vorsichtig nach. Nein, sagte sie. Ganz und gar nicht. Würden sie das denn tun? Er rümpfte die Nase leicht verspielt. Nachdem ich keinen besseren Plan habe, ich denke, das Nachtleben von DC ist zu zweit weniger anödend. Na dann, worauf warten wir noch? Wenn sie sich nicht täuschte, war das, was sie gerade fü zu fühlen begann, ein leichter Anflug von Euphorie. Etwas Unbekanntes aber mischte sich in ihre Emotionen, aber etwas Neues. Die Dämmerung war bereits in ihrer letzten Phase getreten, als sie die Oberfläche erreichten. Stumm waren sie durch die Korridore nach oben gewandert. Der Unbekannte ging voraus, seine Waffe lässig auf Hüfthöhe haltend, dem British Ready-Anschlag, wie man das in der Fachsprache nannte. Lola beachtete die Umgebung kein bisschen. Aus irgendeinem Grund überantwortete sie dem völlig Fremden 3 Schritte vor ihr die gesamte Absicherung der Situation. Völlig unverblümt legte sie ihr Überleben in seine Hände, ließ ihn alleine mit der Aufgabe, jede Gefahr vorauszuwittern. Erst nach mehr als einer halben Stunde des Wanderns durch die nächtlichen Ruinen begann ihr dieser Umstand aufzufallen. Verwundert über sich selbst, aber noch mehr über die regelrecht magische Aura dieses Menschen vor ihr. Aus irgendeinem Grund. Aber aus welchem? Er sprach kein Wort. Aufmerksam tastete sein Blick die Häuserruinen ab, schwenkte die Fassaden entlang. Hochkonzentriert hielt er an den Ecken inne und horchte erst in die Nacht hinaus, ehe er den Schritt aus der Deckung wagte, wenn irgendwo ein bröckelndes Schutzstückchen oder auch nur das leiseste Geräusch verursachte. Fuhr er herum und legte mit dem Schulteranschlag auf die Quelle der Wahrnehmung an. Danach verharrte er 2 Sekunden regungslos, ehe er mit sichtlicher innerer Erwartung das Sturmgewehr wieder sinken ließ und weitermarschierte. Fasziniert beobachtete Lola jeden seiner Schritte. Er musste gut ausgebildet worden sein, mit Sicherheit ein langjähriger Berufssoldat. Und die praktische Kampferfahrung ließ sich aus jeder seiner durchdachten Bewegungen erahnen. In welcher Einheit haben die sie gedient? Fragte sie in die plötzliche Stille hinein. Royal Marine Commando, antwortete er trocken. Sie sind Brite? Ich war Brite, jetzt bin ich Staatsloser, wie wir alle, erwiderte er, ohne den Blick von den Häuserschluchten zu lenken. Ob sie wohl weiter nachfragen sollte? Sieht man mir den Soldaten so sehr an? Nahm er jedoch den Faden rasch wieder auf. Ja, entgegnete Lola, und damit war die Sache vorläufig erledigt.
Er schien sich in den Ruinen von DC bestens auszukennen. Ohne suchen zu müssen, steuerte er in direkter Linie zwischen den Schuttbergen hindurch und führte Lola unbeirrt auf ihr Ziel zu. Sie waren bereits am Stadtrand, im Übergangsgebiet zur Steppe des Ödlandes, als sich ihre Unterhaltung langsam wieder in Gang zu setzen anschickte. Seit die letzten Mauerreste hinter ihnen im Dunkel verschwunden waren, hatte sich eine merkliche Entspannung zwischen den beiden so unterschiedlichen Charakteren gelegt. Die Waffen wurden jetzt nur noch beiläufig in der Hand getragen. Manchmal legte Lola die ihre über beide Schultern und ließ die Arme nur daran herabbaumeln. »Ich heiße Lola«, antwortete sie ungefragt. Der rätselhafte Mann neben ihr sah sie nur kurz an und nickte dann stumm. »Erst einige Zeit später«, sagte er, »meine Kameraden haben mich damals immer Jeremiah gerufen.« »Damals?« Unvermittelt hielt er an. 240 Jahre sind eine verdammt lange Zeit.« Lola klappte die Kinnlade nach unten, dann wieder nach oben, holte Luft, als wollte sie etwas sagen, und sagte dann doch nichts. Jeremiah drehte sich wieder um und marschierte einfach weiter. So als wäre das Selbstverständlichste überhaupt. 240. Vielleicht auch 250. Ich habe irgendwann mal ein wenig den Überblick verloren. Ohne zuverlässigen Kalender gar nicht so einfach. Welches Jahr haben wir gleich nochmal? Lola stand immer noch wie angewurzelt an der Stelle, an der sie eben das Gesagte zu hören geglaubt habe. Jetzt erst bemerkte sie den wachsenden Abstand zu ihrem Begleiter und lief rasch ein paar Schritte, um wieder aufzuschließen. Aber wieso? Warum sind sie kein Ghoul oder sowas? Sie sehen ganz normal aus. Du hast mich bisher noch nie nackt gesehen, Kindchen, erwiderte er. Und glaub mir, das willst du auch nicht. Lassen Sie mich raten, es war nicht Ihr Ur-Ur-Großvater, der in Nordirland diente? Kluges Mädchen, antwortete er. Schon mal über eine Karriere als Berufsdetektivin nachgedacht? Sie grinste ihn direkt und so freundlich wie möglich an. Dann könnten Sie ja mein Ur-Ur-Großvater sein. Er lächelte sichtlich amüsiert zurück. Ja, das könnte ich. Also denk genau darüber nach, was du in Zukunft anstellst. Der Mond schwoll langsam zu einer rot-orangenen Scheibe an. Über ihren Köpfen spiegelte sich der matte Schein an vereinzelten Wolkenfetzen. Wenn sie eine Wölfin wäre, dachte Lola still bei sich, würde sie sich jetzt diesen beeindruckenden Himmelskörper leidenschaftlich anheulen. Zumindest wäre ihr dann bestimmt danach, das zu tun. Und was, wenn wir einen Wolfsrudel gründen? Nur wir beide, sie und ich, sagte sie dann und kam sich im selben Moment sehr dumm dabei vor. Das war Kapitel 2 von Let's Vorles Geschichten im Ödland Part 2. Ciao, ciao.